Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal auf Pandora. Wir machen heute den Beginn des High-Level-Projektes, wo ich einfach mal zusammenfassend jetzt heute erzählen werde, was wird euch in diesem Projekt erwarten und wie habe ich es mir ein bisschen vorgestellt, euch darüber ein bisschen was zu zeigen. Für den einen oder anderen wird das interessant werden, haben auch viele schon geschrieben und für den anderen ist halt eher was Trika-mäßiges dabei, ja, wichtiger. Es wird auf jeden Fall beides geben, immer in abwechselnden Videos. Und jo, wir fangen einfach mal an. Ich habe ein paar so Standardfragen, die sich viele stellen. Das wäre A, wie mache ich zum Beispiel mein Yang? Wie viel verdiene ich in einer Woche? Worauf achte ich genau? Wie viel Yang habe ich aktuell? Hat einige interessiert. Mein Equipment-Stand, da werden wir eine Equip-Show machen. Was benutze ich für Chars, wann und wo und wieso brauche ich die? Und warum nutze ich eigentlich mein Vasu und mein Tibo steht nur mehr bei 1? Das sind auch so Fragen, die ich in manchen Streams immer gestellt bekomme. Und ja, das sind einfach so ein paar Fragen aus den Streams. Fangen wir mal an, wie mache ich mein Yang? Früher habe ich eigentlich größtenteils DT gefarmt und Upstuff sowie Alchemie dann, wo das mit der Alchemie begonnen hat, das war meine frühere Yang-Quelle. Heute mache ich eigentlich nur noch Runs wie Rasador, hol da meine Truhen, mach die auf, verkauf den Stuff, wo rauskommt, mach Nemere, manchmal mache ich Drache, wenn ich gerade mal Lust habe. Jotun mache ich, Melee mit der Gilde, Zodiac mit der Gilde meistens zusammen. Das sind so die Runs, die ich mache. Sonst farme ich vielleicht noch ein bisschen auf der 100, auf der 95er Map, aber an den 120er Meetings, aber sehr selten. Und wenn dann auch nur, wenn ich XP oder sowas brauche zum Leveln. Dann, wie viel Yang mache ich denn pro Woche? Also letzte Woche war natürlich eine geile Woche, weil der Sonntag richtig reingehauen hat. Mit fast 15 Won habe ich am Sonntag ja, meinen Laden geschlossen. Das war halt nice, weil da die Schmiedebücher günstiger waren. Jeder hat geerbt. Es ist verdammt viel Geld geflossen an dem Tag. Auch bei Trika werdet ihr sehen im nächsten Video. Das Handelsprojekt hat eine, ja, fast eine Verdopplung stattgefunden vom Yang. Jo. Und meine Läden machen zurzeit eigentlich relativ wenig, muss ich sogar sagen. Und der Sonntag natürlich ist eine Ausnahme gewesen. Und jo, in der ersten Woche nach der Fusion waren es locker 20 bis 35 Won. Das ist immer so mein Durchschnitt, was ich pro Woche mache mit den ganzen Runs. Auf Prios war das auch mein Durchschnitt und das kann man wirklich jede Woche festsetzen, 20 bis 35 Won. Und zurzeit sieht es eigentlich eher so ein bisschen mau aus. 10 Won pro Woche kommen zusammen und das ist eigentlich fast gar nichts, also für mich zumindest. Soll jetzt nicht abgehoben klingen oder so, sondern werden wir gleich drauf eingehen, worauf ich achte, ist so ein Punkt, warum ich so viel Yang brauche. Aktuell verdiene ich also ja, 10 Won pro Woche, was sehr wenig ist. Letzte Woche Ausnahme 25 Won. Aktuell habe ich 277 Won. Ich hatte letztens 302 Won, habe aber zwei Abversuche auf meine Zodiac-Rüssi gemacht. Das könnt ihr jetzt schnell sehen. Die habe ich einfach mit einem magischen Stein habe ich zweimal drauf gebombt. Leider sieht man, dass halt nichts geklappt hat. Mal schauen, wie es da weitergeht. Und ich habe natürlich die Rüssi für 28 Wochen gekauft. Und daher ist halt mein aktueller Yang-Stand nicht mehr 302 Wochen, sondern 277 Wochen. Manche glauben mir das nicht. Kann gerne mal, mache ich meistens in den Streams, dass ich beweise, dass ich so viel Geld habe. Und für manche haben auch viel, viel mehr Geld als ich. Und ja, deswegen. Es hört sich viel an, aber jetzt zu dem Punkt, ja, worauf achte ich denn? Generell, ich brauche so viel Yang, weil Equipment im High Level ab Level 100 kann man so sagen, kostet arsch viel Geld, wenn du irgendeinen Run alleine machen willst oder zum Beispiel wie viele jetzt so in dem Trend sind mit dem Nasamulett, dem Melee zu zweit, da brauchst du einfach das Equipment und Equipment, Alchemie kostet im High Level Bereich einfach mal Milliarden. Also als kleines Beispiel, was kann man so nehmen? Ich nehme jetzt mal meine Feuerschuhe, die habe ich damals für 75 Won gekauft.
Das ist so ein Punkt, du zahlst für ein Equipment-Teil einfach mal 75 Won. Und so geht, zieht sich das weiter, die Alchemie. Wenn man jetzt mal aufmacht, hier die ganzen Brilli, also die sind heute noch viel, viel mehr wert, als ich sie früher gekauft hatte. Man muss einfach sehen, ab Level 100 beginnt der Milliardenbereich, unter 100 finde ich noch den Millionenbereich. Da geht es leicht in die Milliarde, aber so dass man mal 100 Won oder so für einen Gegenstand zahlt, das gibt es im Low Level eigentlich noch sehr selten. Deswegen braucht man sehr, sehr, sehr viel Yang und 200 Won, 300 Won hört sich viel an, aber ist im Endeffekt, du kaufst dir, jetzt gehen wir mal davon aus, ein Exerubin, wenn man ihn kaufen könnte, dann hast du 300, 400 Won weg. Das ist mit einem Schlag, ist das weg für einen Stein. Also im High Level ist 200, 300 Won halt nichts. Manche laufen mit 1000 Won rum. Equip-technisch mache ich heute eine kleine Equip-Show. Das heißt, worauf achte ich bei meinem Waffensucher? Das ist jetzt an den Char gebunden, worauf ich achte. Und deswegen machen wir jetzt einfach mal eine kleine Equip-Show. Ich habe hier jetzt aktuell, ich ziehe jetzt mal das an, was ich eigentlich so standardmäßig zu den Runs anhabe, sodass man mal ein bisschen sehen kann, wie das bei mir rein theoretisch beim Standard-Run aussieht. Das heißt, Standard wäre jetzt Rasa Nem Reotum. Und ja, also wir haben einen Waffenskin, den habe ich jetzt schon eine Ewigkeit, locker 2-3 Jahre, weil ich den schon von Anfang an mit 2 KTP, 8 Ohnmacht und den 6 Bewegungsspeed hatte und immer mit dem Kostüm Boni-Transfer verlängert habe. Dann haben wir hier 2 KTP, 50 AW-Kostüm, dann 15 Magie, 8 Blutungshelm, also eine Mütze im Endeffekt. Hier ist ein Phönixbogen plus 9 drin mit 12 Int, hat leider keine 25%, daher auch nur 2 Int. Und ja, es fehlen halt 6 AW, aber da kommen wir dann zu meinen Zielen. Das wird auch noch so, ich denke mal, im nächsten Video kommen. Jo, mein Zodiac-Schwert habe ich ja, wie gesagt, schon oft 206 Mal geswitcht. Bestwert war 37 DSS. Ich konnte es kaum glauben, dass das der Bestwert sein soll nach 206 Switchern. Aber naja, ist halt Bestwert gewesen. Mehr kam nicht drauf und da habe ich aktuell keine Lust mehr, das zu switchen. Dann haben wir hier Drachenpanzerhelm plus 9, also den Damage-Helm mit 15 Magie, 10 Teufel. Nicht geil, aber geht. Mein Early, der ist plus 8, hat halt 5 TP-Absorb, 10 MP-Absorb, 30 AW, 2 KTP. Ist ganz nice. Ich hatte mal eine Traumrüssi, die hatte Made in China oder Farm Troy heißt der, glaube ich. Hatte die plus 9 Traumrüssi von mir. Ich weiß nicht, wer die inzwischen hat. Wen es interessiert, kann gerne mal in die Kommis schreiben, wie die aussah. Dann haben wir einen Seelengürtel plus 9, Feuerschuhe plus 8. Die habe ich damals für 75 Won gekauft, vor 2,5 Jahren. 2 KTP, 5 Crit, 8 Ohnmacht und noch ein bisschen Yang fallen lassen. Finde ich okay. Plus 9 habe ich jetzt eher eigentlich weniger vor zu upen wegen 1% Monster. Dann Argo, 10 Ablocken, 6 Orks, Titani, das will ich auf jeden Fall verbessern. Dann haben wir hier einen Himmelstrain-Armband mit 2 KTP, 10 dB. Eine HTK mit 2 KTP, 8 Ohnmacht, 5 MP Absorb, 5 Crit. Dann Smaragdis, eigentlich nur wegen dem DSS und halt 10 Orks noch drauf. Das sind so mal die Grundequipment-Teile, wo ich habe. Natürlich meine Eiche. Da können wir dann auch noch gleich durchgehen. So, die Alchemie. Wir haben hier drin jetzt aktuell einen Lupi-Rubin. Warum Lupenrein? Eigentlich sehr ja, selten heutzutage, also dass einer einen reinmacht, sondern eher Brilli gegen Echse und der Rest eigentlich so matt oder klar, weil es tut sich natürlich nicht so viel. Ich habe den damals günstig für 20 Won gekauft, also sehr günstig, vor 3,5 Jahren. Dann habe ich hier ein Brilli Dia, FKS-Widerstand ist eine sehr wichtige Sache im High Level. Ein Brilli Onyx Perfekt, also mit DB-Widerstand sogar noch. Bringt heutzutage nicht mehr arg so viel DB-Widerstand, aber habe ich jetzt halt mal gehabt. MP-Absorb natürlich ist sehr wichtig beim Basu, da habe ich jetzt auch Full dann drin. Dann ein Exe Saphir, weil Beweglichkeit halt auch den Damage ein bisschen pusht und R-Widerstand beim Jotun natürlich eine geile Sache ist. Kriegt man weniger Damage ab. Und ein Doppel-TP Jade. Das ist aktuell so meine Eichi. Daran will ich aber jetzt bald noch was ändern, dass mal ein paar höhere Steine reinkommen.
Da bin ich aktuell noch dran. Dann habe ich außerdem hier ja noch meinen Zodiac-Plattenpanzer plus 8, den ich ja, beim Zodiac Run zumindest jetzt mal benutze. Und natürlich die verschiedensten Arten von Talis. Die kann man natürlich weiter upen, aber aktuell sehe ich da eigentlich keinen Anlass dazu. Granaturis, wenn ich mal wirklich was ja, tanken muss, benutze ich die ja. Und sonst natürlich Int, Unbuff-Equipment, Gift und Blut. Ist auch wichtig, wenn ihr Bosse giften oder bluten wollt. Und den KPP, wenn mein Zodiac Panzer plus 9 ist, brauche ich dann nicht mehr. Der wird dann verkauft. Und so sieht aktuell der Equip-Stand von meinem Sura aus. Fertigkeitenmäßig fehlt ihm nur sogar noch ein Skill. Weil Verteidigung früher im High-Level nicht mehr so wichtig war, habe ich das eigentlich grundsätzlich. Für mich war immer Furcht das Wichtigste. Und da habe ich nie verzauberte Russi geskillt. Dann Biologenquest habe ich Doppel TP, da habe ich nicht Doppel AB. Ja, die TP hat mir oft in vielen Situationen weitergeholfen. Wenn ich wollte und alles drin habe, könnte ich sogar auf einen TP-Stand von 43k kommen. Also richtig viel TP, da geht es dann nur noch mit XXL-Pots, dass man überhaupt die TP hochgepottet bekommt in der Zeit. Und ja, die TP war mir eigentlich schon immer sehr wichtig. Und deswegen war das eigentlich so ein Punkt, dass ich gesagt habe, Doppel-TP-Bio-Bam. Gut, das wäre es mal zum Equipment. Dann benutze ich natürlich noch Chars, wie jetzt mein Bogen-Ninja. Für zum Beispiel Nemere brauche ich den. Mein Lucanor, meine Charmy und auch ja, mein Teemo, um natürlich den Jotun-Run, wenn ich das will, solo zu machen. Und das sind so die Chars, wo ich benutze. Warum eigentlich Teemo, nicht PvM? Ist klar, ist ein Mento, das ist nicht so geil im PvM-Bereich. Deswegen habe ich irgendwann gesagt, der Umschwung kam eigentlich, dass ich mein Vasu wollte, indem man immer mehr gemerkt hat, es geht alles nur noch auf Solo zu. Die Gruppe zählt eigentlich gar nicht mehr. Wir haben Rasador damals und Nemere, wo zu den Anfangszeiten von den Runs haben wir die Runs zu 5, zu 6 gemacht, dass wir es überhaupt hinbekommen haben. Und dann kam es halt immer mehr, dass die Leute das alleine hinbekommen haben. Die Items sind vom Preis her gering gewesen. Und zum Beispiel auch das tapfere Petbuch ist dann ins Rad des Schicksals gekommen und so weiter. Solche Sachen haben einfach dann diesen, ja, Solo-Zwang erzeugt. Und da musste ich dann handeln und musste mir eine PvM-Klasse aufbauen. Sonst habe ich volle, ja, circa, würde ich sagen, 6, 7 Jahre als Mento PvM-Bereich betrieben. Und erst dann mein Adanos gemacht. Genau, leveln tue ich selber mit dem Char aktuell nicht. Das machen die Quests von alleine. Also die Quests und die XP, was man erhält, da levelt man von allein ziemlich gut. Und was ich natürlich mit dem Projekt euch zeigen will, sind natürlich, wie sich mein Equip ändert. Die Runs, also generell, welche ich solo schaffe, welche wir in der Gruppe machen, natürlich. Die Ziele, was ich mir vorstelle, zum Beispiel was ich als nächstes machen will, ist eigentlich 42 DSS Zodiac Bogen plus 9 ins Band zu ziehen. Das wäre auch noch so ein geiles Ziel. Natürlich Ups, wenn ich jetzt Zodiac Panzer ab oder so, dass ich euch das zeige. Und dann natürlich, was bringt ein Vasu? Das will ich mit den Teilen auch zeigen. Weil Vasu ist eine geile Klasse, man muss enorm am Damage arbeiten. Aber zum Tanken ist sie mega geil. Ihr könnt geil damit leveln. Ihr braucht kaum irgendwie Winddeath auf der 95er Map. Eigentlich gar nicht. Ich habe keine Winddeath auf dem Waffensucher außer dem Jade drin. Ja, wie habe ich meine Statuspunkte geskillt? Alles solche Fragen will ich natürlich in dieses Projekt stecken. Und was auch ist, dann so ein kleines Wochenvideo machen, wie viel Yang habe ich verdient, mit was und was habe ich in der Woche einfach gemacht. Und das soll so eine Zusammenfassung Sonntag kommen, jeden Sonntag. Und beziehungsweise könnten wir auch Montag machen, dann können wir wenigstens den Sonntag dann mitnehmen. Und das wird dann das High-Level-Projekt sein. Ja, ich hoffe, dass euch in dem Rahmen gefällt. Wenn euch noch was einfällt, was euch dringend interessiert im High-Level-Bereich, sagen wir mal ab 100 plus, dann könnt ihr das gerne in die Kommis schreiben und dann auch natürlich seid bei den Streams dabei. Freue mich immer. Samstag wieder ist Streamtag, beziehungsweise Mittwoch. Und dann lasst ein Abo da, ein Like, ein Kommi und dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Ciao.
burning the bridge that keeps us. I'm here and I'm feeling exaggerated, that's what you assume. The story's over now, I must conclude. I am conclude.